Der Name Ingo Knollmann mag auf den ersten Blick keine sonderlich spannende Persönlichkeit verheißen. Doch das ändert sich, wenn man den Namen Ingo Donat hört. Das ist der Künstlername von Ingo Knollmann und vor allem musikinteressierten Kennern alles andere als unbekannt. Knollmann ist das, was mit Vollblutmusiker am besten umschrieben werden kann. Der gebürtig aus Ibbenbüren stammende Künstler rief 1993 mit seinem Bruder Guido Knollmann und Jan-Dirk Poggemann am Bass die Band Donuts ins Leben und wurde als Ingo Donat Frontmann der Alternative Rock Combo. Darüber hinaus musiziert Ingo Knollmann seit 2008 auf Plattdeutsch mit der Punkband Schrappmesser und tobt sich kreativ als Illustrator und Comiczeichner aus. Die Leidenschaft für bunte Bildchen geht bei Ingo Donat übrigens im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut. Der Sänger trägt auf seinem linken Unterarm ein Tattoo mit dem Schriftzug True Faith, ein Hinweis auf die Lieblingsband von Ingo Knollmann, New Order. Seine eigentliche Karriere hatte sich Knollmann jedoch ein wenig anders vorgestellt. Nach dem Abitur schrieb sich der im Sternzeichen Löwe geborene Ingo Knollmann an der Uni Münster ein, um ein Lehramtsstudium im Fach Englisch aufzunehmen. Die Musikwelt sollte sich jedoch als verlockender herausstellen, weshalb Knollmann das Studium schmiss und all seine Leidenschaft der Musik widmete. Verheiratet ist der Sänger mit Gianna Mariella Tripke-Knollmann, die als Autorin ihr Geld verdient und unter anderem für witzige und clevere Beiträge in Pussiterror TV, Kreumann und Mann Sieber sowie in der Heute-Show verantwortlich war. Auf Instagram ist Ingo Knollmanns Liebste ebenfalls unterwegs und ermöglichte ihren Followern unter anderem einen intimen Blick in das Fotoalbum ihres Hochzeitstages. Zur Familie Knollmann gehört außerdem eine kleine Tochter, die Ingo Knollmann und Gianna Mariella Tripke seit 2015 auf Trab hält.